Leute, herzlich willkommen zu Vitamin X, wie immer am Start hier zu meiner Linken. Hallo. Und gegenüber von mir, ihr seht aus wie so ein klassisches Python-Stunt-Double mit seinem süßen Hemd. Was ist dieses Hemd her, Salim Samatu? Ich habe das aus dem feinsten Outlet-Store und dir geliehen für die letzte Folge. Deswegen wollte ich es jetzt wieder zurückhaben. Danke für die Einladung. Es freut mich sehr. Wie habt ihr geschlafen? Alle gut? Ja, doch. Digga, ich habe gestern deutsche Filme geguckt. Fuck my nuts, ist das beschissen. Aber bestimmt noch mal so generell die ganze Zeit. Nein, irgendwas beschissen ist. Geguckt, oder was? Digga, irgendwas beschissen ist, habe ich geguckt. So. Weil ich habe da kurz mit Deck wirklich Shoutout an alle öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Ich hatte keine Ahnung, da war so wirklich, wirklich Shoutout, mega. Wirklich an alle, an alle Mediatheken. Mediatheken. So, können die wirklich machen, weil ganz ehrlich, Netflix ist hart unsortiert. Es ist so, das empfehlen wir dir, Porno einmal eins. Ich so, Bro, warum Porno einmal eins? Das ist so meine Empfehlung. Und öffentlich-rechtliche Mediatheken, du merkst, das sind Deutsche, perfekt sortiert. Dokus haben Unterkategorien, Unterkategorien, das da, perfekte Titel. Ja. Bei Netflix weißt du gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Ozark. Ich so, Bro, was zur Hölle ist Ozark? Musst du gucken, Inhaltsangabe. Ein Drogendealer, alles ist mittlerweile ein Drogendealer. Noch ein Drogendealer, noch ein Drogendealer. Pablo Escobar, alright, that's me. Weil dann sehe ich auch immer, mir ist echt aufgefallen, diese deutschen Schauspieler, ich kann mir das überhaupt nicht geben. Maximal so 4 bis 6 Minuten. Weil die reden immer wie so, sorry, mit full respect, Bastarde. Aber die kommen. Ich weiß ja, die gehen immer hin. Ja, der Respekt kam sicher an, glaube ich. Nein, wirklich, die kommen immer, guten Tag, es ist mir eine Freude, mit Ihnen zu verkehren. Ja, mir auch eine Freude, Bro. Keine Rede. Du guckst aber auch immer so Nazi-Dokumentationen, deswegen. Er ist so in der ZDF-Mediathek. Mir eine Freude, mit ihnen zu verkehren. Und guckt sich so die ganze Zeit nur Nazi-Dokus an, wo auch sein ganzes Knowledge herkommt. Und dann sagt der deutsche Schauspieler, wir reden so, das war eine Doku. Das war Original-O-Ton von Himmler an Göring. Ich weiß, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Aber ich finde, es geht um diese Ausnahmen. Ja, aber ich kann es nicht beschreiben, was das ist. Ich glaube, es liegt an ein paar Sachen. Erstens die deutsche mal, Gründlichkeit. Die Amis sind im Schnitt vielleicht echt ein bisschen besser. Und natürlich, wir sind aber auch gewohnt, wir sind diese krassen Synchronstimmen gewohnt. Ich finde, das macht auch noch was aus. Entweder sind wir das Original gewohnt, wo die mega geil. Guck mal, genau, wenn du das Original hast in Amerika, dann reden die immer so, zum Beispiel, wenn es in Texas spielt, dann reden die alle mit diesem Dialekt. Die üben so richtig so Brokeback Mountain, ja. Es gibt. Warum zitierst du immer den? Immer den erstes Mal, ja. Ever. Aber es geht. Das ist so eine homo-eckige Dreck. Es gibt eine YouTube-Reihe, da ist so ein Experte für Akzent und Sprache. Und der Typ kann alles, ja? Und der bewertet Schauspieler, ja? Super spannend. Und er meinte auch so Heath Ledger und auch der andere Typ, wer ist der andere, wie heißt der? Egal, ja? Der Joker gespielt hat? Nein, Heath Ledger ist der Joker. Jack Gyllenhaal. Genau. Achso, bei Brokeback Mountain jetzt. Genau, da meint die beide, und die kommen beide aus einem anderen, der eine kommt, glaube ich, irgendwo aus North Dakota, irgendwo so, und dann ist das Texas. Und er meint, und du musst es im Original gucken. Also wirklich, also die sind bei Brokeback Mountain. Können wir die Stelle von alle rausnehmen? Das war ein direkter Zitat von Brokeback Mountain. Die haben so einen krassen Akzent, aber so real, ja. Und deswegen entweder das haben wir im Original, das ist mega geil, oder diese super krassen Synchronstimmen, die einfach heftig sind. Und jetzt hast du die Deutschen, die super deutlich und deutsch reden. Aber es wirkt nie so geil wie diese Grundstimme, aber es wirkt auch nicht so geil, wie wenn du so einen Akzent hast. Das glaube ich. Ja, das stimmt. Grundstimmen sind halt immer hart überkünstelt. So. Das stimmt, aber wir sind es ja gewohnt. Ja, ja klar, wir sind das gewohnt. Ja, wenn dann Originalkunst, denkst du so, hä, warum ist das so? Das ist ja relativ clean in Relation, weil es einfach real ist. Du bist aber dieses Fake-Glamour-mäßige bist du schon gewohnt, genau, weil es sich krasser entertaint. Deswegen gucke ich nicht alles, jeder sagt ja, ich gucke alles im Original, bei mir ist nicht so. Es gibt Sachen, weil ich mich da, seit ich ein Kind bin, an diese Grundstimme schon gewöhnt habe, ich kann die nicht im englischen Original gucken, weil das sich für mich dann falsch anhört, weil ich als Kind eben die andere Stimme gewohnt war. Und das Gleiche geht auch andersrum. Genau. Bei Friends zum Beispiel, ich habe das als Kind immer im Original geguckt, auch geliebt, und dann als Erwachsener so, ich kenne die Folgen ja eh. Die waren dann irgendwann exklusiv bei Netflix nochmal auf Englisch geguckt und dann kannst du auch nicht mehr zurück. Du gewöhnst dich dann so an diese Stimme. Ja. Was ich aber krass finde, wenn du beispielsweise eine Synchronsprecherstimme erkennst, dann kannst du die nicht mehr ernst nehmen. Beispielsweise der Typ, der Benjamin Blümchen spricht, der spricht ja ganz viele andere Sachen und du denkst immer an Benjamin Blümchen. Ja. So, ne? Oder wenn du, ich kenne auch ein paar Synchronsprecher, so persönlich, weil ich ja auch schon so Sprachjobs gemacht habe, ne? Werbung und so ein Scheiß. Und dann erkennst du die Stimme von irgendwelchen Kollegen und denkst dir so, shit, ich kann diesen Schauspieler nicht ernst nehmen. Und dann switch ich immer ins Original. Ich habe auch schon mal einen Film synchronisiert. Wirklich. Ja. Was für einen? Kennt ihr Gilbert Grape? Gilbert Grape? Ja. Dieser behinderte Leonardo DiCaprio. Den habe ich synchronisiert.
Du hast den Mülleimer synchronisiert. Hundertprozentig. Sie den Gag gecheckt haben. Ich hab's auch ewig gecheckt. Ich hab's nicht gecheckt. Aber was mich auch Küchengeräusch hat er gemacht, wo man so einen Kartoffelbrei reinstopft. Aber wie gesehen, wie der Typ redet, genau so. Ich hab ihn nie angucken können. Weil das Krasse finde ich auch immer, was mich am meisten bei diesem Film fasziniert ist, so Sachen kurz bevor es zu diesem Rumgeknutsche kommt, diese Sätze, diese zweideutigen Sätze, wo dann direkt dann dieses Rumgeknutsche kommt. Es ist immer so ein, die Frau ist dort, die haben noch nie was gehabt und dann steht sie immer auf, hey, ich hol noch einen Kaffee, möchtest du noch einen Kaffee? Mhm. Und der dann immer so, hey, du kannst mir aber noch was anderes holen. Du bist beim falschen Film. Was? Ist nicht Gilbert Grape? Warte. Was passiert in deinem Film? Lass ihn mal weiterreden. Okay. Ich glaube, was er gesehen hat, war safe. Lass ihn weiterreden. Was passiert bei deinem Film? Warte mal. Weil wir den gleichen Film geguckt haben. Weil der Hauptdarsteller hieß der Rocco Siffredi. Moment. Warte mal. Haben Sie denn bei deinem Film Sex oder so? Nein. Warte doch mal ganz kurz. Okay. Ich rede davon, es gibt ja immer diesen Charakter, am Anfang diese Hauptperson, und dann hat er immer so eine Frau, die ihn nicht mag. Immer. Ist immer so bei Dr. Strange. Ja, da ja. Ist immer dieses, hey, kannst du mir noch meine Unterlagen holen? Pff, warum holst du sie dir nicht selbst? Die ist immer zuerst so abgefuckt. Und dann hast du 90 Minuten Zeit, bis sie sich in ihn verliebt. Dann muss dir irgendwas passieren. Kennst du, jeder Film ist doch so. Aber Gilbert Grape doch nicht. Da geht's doch um den behinderten Bruder. Und der Typ muss sich um die ganze Familie kümmern. Die Mutter ist irgendwie so, die ist so fettleibig, die bewegt sich nicht vom Sofa. Der Dings behindert seinen Bruder und Johnny Depp spielt mit. Und das ist ja erst so ein Drama. Also das ist nicht so. Aber er erzählt ja gerade allgemein, es geht gar nicht um den Film, was er meint, oder? Aber doch, du meinst doch jetzt den Gilbert Grape-Film, das hast du ihn nicht angeguckt, meinst du doch? Nein, ich glaube, ich meine es allgemein. Doch, safe allgemein. Hundertprozentig doch. Du hast diesen Film nicht geguckt, deswegen. Dieser scheiß Kaffee. Ich hab dir zugehört. Leonardo DiCaprio ist doch immer. Leonardo DiCaprio ist doch immer, der küsst doch immer irgendwas. Der küsst gar nichts in diesem Film. Okay, dann war das der einzige Film, wo er nichts küsst. Was ich finde, bei so romantischen Liebeskomödien, was immer gleich abläuft, deswegen kann ich die auch nicht gucken. Mit all meinen Ex-Freunden, ich habe es immer verweigert, ins Kino zu gehen. Ich war wirklich nur einen von diesen 200 Filmen gucken. Die sind ja alle gleich. Und da ist immer das Gleiche. Am Anfang sind die so glücklich, sind zusammen im Starbucks, alles ist gut. Dann irgendwann trennen die sich, so in der ersten halben Stunde des Films. Dann geht's abwärts, abwärts, abwärts. Sie hat so einen neuen, er ist so komplett, um seitdem zu zitieren, Hello Darkness. Dann geht's immer genau, weiter runter. Er verliert noch seinen Job und so weiter. Ja. Und dann irgendwann so passiert was voll Schlimmes. Er hat irgendwie einen Autounfall. Irgendwer stirbt, irgendwas noch Schlimmeres als die Trennung. Und dann kommt immer im Hintergrund Where's My Mind von den Pixies, das ist so der klassische Song für diese... Wie geht der? Ich kenne ihn nicht. Also ich hab's gar nicht... Where is my mind? Wir können den einfach kurz einspielen. Hier. Tun wir eh nicht, aber gut, dass wir drüber reden. Where's My Mind von den Pixies kennt jeder, das ist so klassische Filmmusik für den Tiefpunkt eines romantischen Filmes. Und da sagt er dann so, komm, jetzt feih dich und dann meldet er sich wieder bei ihr, dann geht's zurück und am Ende hast du dieses Happy End. Und all diese Filme, hab ich noch nie gesehen. Genau, aber all diese Filme das laufen so. Das klingt wie Rocky. Nein, all diese Filme laufen so und am Ende sind sie wieder zusammen. Und du weißt schon, in der ersten Sequenz, wo sie streiten, die werden sich jetzt trennen, die ist das, am Ende kommen sie wieder zusammen. Und ich kann sowas nicht gucken, weil ich brauche spannende Sachen. So, ich kann mir das nicht geben. So, also so die Frauen gehen dahin, weil sie ein gutes Gefühl wollen. Dann denke ich mir, Alter, du weißt doch schon, wie der Film ausgeht. Warum guckst du dir das an? Ich mag tatsächlich Liebeskomödien. Ich zum Beispiel, oder sowas wie PS, ich liebe dich. Den kennt ihr, oder? Ja, kenne ich schon, aber... Super, super. Richtig, richtig toller Film. Infinity War war geil. Scheiß mal auf dieses PS, ich liebe dich. Ja. Infinity War? Das ist ein Dreck. PS, ich liebe dich. Digga, nee, ich kann mir das auch nicht geben. Diese ganzen romantischen Sachen. Gratis zu jedem Filmticket erhalten Sie Vaseline für Ihren Nippel. Ein so Labello-Gutschein inklusive. Fuck. Weißt du, warum du so sagst, ich hab noch nie Liebe erfahren. Das ist nee, was klar, weißt du hattest zu viel Baby-Arschcreme, 100%. Also. Wer ist, ich liebe dich. Aber du hast genau richtig gesagt. Guck mal, Frauen, oder du hast Frauen gesagt, ja? Ich sag Menschen. Ja, ja es wohl, gibt auch Männer, die das mögen. Ein gutes ja. Gefühl. Und genau das ist so. Du weißt bei so einem Film, du hast ein gutes Gefühl einfach. Guck mal, bei Infinity Film War. War ja, aber am Schluss. Hammer, geil. Herz gebrochen Hammer. Und so. Weißt du? Wieso Herz gebrochen? Erster Teil, Infinity War. Das war ja der Infinity Teil. War, ja. Genau, ja, Thanos hat die Welt zerstört. Hammer. Spider-Man, ich habe jetzt gespoilert. Egal, irgendjemand ist gone, weißt du, also es geht. Also das so, ja, aber das Herz schmerzt. Nee, aber man ist ja immer für den Underdog. Der Böse im Superheld. Moment, du warst für Thanos. Ja, natürlich. Ja, na klar, weil du musst überlegen, ich bin immer für den Underdog. Ich bin immer für den, der eigentlich keine Chance hat. Und in Superheldenfilmen ist der Böse immer der Underdog. Weil du bist bei Karate Kid so wie dieses blonde Schnöselkind, das den verprügelt. Nein. Nein, ich bin immer, weil Thanos sollte eigentlich nicht gewinnen. Du weißt ja, dass er nicht gewinnt. Und Thanos hat eigentlich ja gar keine Chance, weil er der Böse ist. Jeder Superheldenfilm war ja bis jetzt immer... Also erstens mal ist Thanos nicht der Underdog.
Doch. Der Typ ist das mächtigste Wesen im Universum. Ja, aber filmtechnisch gesprochen ist er der Böse und deswegen ist er immer der Underdog, weil er eigentlich verlieren muss. Aber dadurch, dass er dann bis zum Ende dann, ist es ja spannend. Der hat ja die Axt von Thor auf einmal im Herz. Du denkst so, oh nein, er verliert. Und dann, you should have gone for the head. Er guckt den ganz an, ist das alle an. Ich hab den ungelogen elfmal geguckt. Du bist ja auch für Pablo Escobar, obwohl du weißt, dass er irgendwann gefickt wird. Ja, aber Escobar ist aber richtig traurig dann. Oder bei Breaking Bad bist du ja auch für Mr. White. Ja, das sind so ein bisschen Antihelden. Wir reden hier gerade von fucking Superheldenfilmen. Und er ist der Einzige. Ich bin auch mal für die Bösewichte. Ich bin auch für Joker. So. Der Joker auch, ja. Ja, aber bist du dann wirklich dafür, dass Joker am Schluss den Batman killt? Ja, genau. Im Idealfall schon, ja. Ja, ich meine, es ist ja nur ein Film. Im Real Life nicht, aber guck mal. Das ist ja, ich bin im Real Life bin ich auch für Batman. Um das klarzustellen, im Real Life bin ich auch nicht für Thanos. Okay, wenn der jetzt hier reinkommt, dann Infinity Gauntlet, will ich natürlich, dass dann Thor kommt, der echte im Real Life. Auf dem Film ist genau. Witzig. Ja, eben. Also, Digga, wie sind los? Habt ihr schon mal Thanos und Thor in einem Raum gesehen? Die Fresse. Das war schon längst überfällig. Die Fresse. Ich bin mir dieser Scheiß. So eine Frost im Livestream. Dass er es wirklich sagt. Ich verkneife mir das seit Folge 1. Und er verkneift sich das seit Folge 1. Und jetzt kommt alle, mit dem ich am wenigsten gerechnet hätte. Aber dieses halt die Fresse war Überload. Ja, jetzt verstehe ich erst, wie wichtig dieses Satz ist. Ja, das ist wirklich wichtig. Wenn wir telefonieren immer, ich so, wenn wir irgendwen reden, ich so, Frage. Und er so, ich weiß nicht, was da kommt, aber das war immer, Digga, ist wirklich krass. Shoutout Bushido Ronin, bester Mann. Dieser Agro hat die ganze Zeit hochgepocht. Das wird immer schlimmer. Ich muss mir in jedem dritten Satz, weil weißt du, wie oft wir denken, was ist in einem Livestream oder was die mit Leuten kommen. Wir denken das so oft und trauen uns nie, das zu sagen. Und jetzt kommst du als Saubermann, was ist in einem Livestream? Vor allem, wie oft hat er das schon gebracht mit diesem, hast du den und den schon mal in einem Raum gesehen? Digga. Das ist so richtig. Das ist so Schreibmaschine der Witze. Von so richtig. Charlie Chaplin hat den nicht gemacht. Er hat sich geschämt für diesen Witz, wirklich. Man hätte ihn machen können, weil er sieht aus wie Hitler. Er hat sich gemacht. Er hat sich geschämt dafür. Ja. In einem Raum gesehen. Und wie oft du diesen Gag nicht getroffen. Einfach jedes Mal. Nelson Mandela, Denzel Washington. Ich glaube, das war neben Podcast. Digga, doch, immer also, wieder. Nelson Mandela, Denzel Washington. Ja, das auch war nicht. Auch doch. Das war nee, das haben wir rausgeschnitten. Haben wir es rausgeschnitten? Wirklich, das ach so, stimmt. Das war bei der Black Lives Matter Folge. Ja, schade. Das ist so lustig. Ich weiß nicht. Wir haben so viele Tränen weggewischt, dass wir gedacht haben, okay, das können wir den Leuten nicht zumuten. Digga, das ist wirklich krass. Und wir hatten jetzt so eine Wut aufgestanden. Ja, bei mir auch. Halt einfach die Fresse, Mann. Wenn halt die Fresse nicht mehr reicht, dann musst du den Satz holen, wirklich. Aber wir sagen das halt jeden Tag, wenn wir telefonieren, ne? Und jetzt kommst du damit um die Ecke. Ich hab's ja gehört. Das ist so ein Insider, das killt gerade nur uns individuell. Ich glaube, die Leute draußen denken, niemand checkt das. Niemand checkt das, wirklich. Das ist wirklich Katastrophe. Wirklich, das ist wirklich Apokalypse. Aber das stimmt. Aber das Einzige, was ich auch feiere an diesen ganzen, das Einzige, was wirklich geil ist in diesen Produktionen, sind zurzeit diese ISIS-Dokus. Die finde ich immer mega krass. Da gibt es richtig viele von diesen ISIS-Filmen. Zum Beispiel, ich glaube, das heißt Wadia auf Netflix. Richtig geil. Da geht es auch so um ISIS-Familien und so. Aber ich finde das halt so krass, weil ISIS hört man sonst immer nur so, diese arabischen Extremisten, die hört man sonst eigentlich immer nur in den Filmen und den Nachrichten. Ja. Aber ich kenne keinen, der jemals eine Real-Life-Konfrontation mit denen hatte. Und ja, ich habe auch schon, ich habe dann so, es gibt so einen ganz bekannten Deutschen, der da mal hingeht und mit denen so quatscht und so. Jürgen Tottenhöfer heißt er oder so, genau. Ne? Ja, Tottenhöfer. Und ich meine, also was ja an diesem Typen zumindest ganz fair ist, der kennt sich ja sehr gut aus in dem ganzen Nahostkonflikt und der beschreibt halt auch, warum Sachen dann passieren, warum so, was wie ISIS entstehen kann und so. Und also der versucht das natürlich, der gibt denen jetzt nicht diese Bühne, aber... Der ist einfach so, dass er sagt, guck mal Leute, deswegen passiert das und deswegen, also der sagt so, der versucht neutral auf eine Sache zu blicken. Verstehe. Und wie war das bei dir? Hast du mal irgendwelche Erfahrungen gemacht? Womit? Wenn du zum Beispiel in Ägypten im Urlaub warst, gab es da immer nur nette Touristen. Ich werde dir nie wieder Geschichten erzählen. dass der jetzt aus dem Nichts mit dieser Story. Du warst ja mal in Ägypten, erzähl uns mal davon. Es war aber kein Urlaub im klassischen Sinne. Ich versuche es wirklich abzukürzen, bevor wieder in den Kommentaren steht, boah, der führt seine Storys ewig aus. Aber listen to me. Eine meiner Ex-Freundinnen hat in Ägypten so eine Art Auslandssemester gemacht. In so einer sozialen Einrichtung, ja, wo quasi Kinder mehrsprachig erzogen werden. Ägyptische Kinder. Die waren da zu dritt. Drei Mädels quasi, die waren da zu dritt. Auslandssemester. Und ich war sie halt, weil die war
relativ, oder hätte lang da sein sollen, ein paar Monate. Ich war sie halt in der Mitte des Aufenthalts dann besuchen und sie hat die ganze Zeit am Anfang immer schon mir dann bei WhatsApp geschrieben, wie furchtbar das alles ist, wie frauenfeindlich und so. Die mussten auch mit Kopftüchern rumlaufen und alles. War wirklich so sehr, Männer reden nicht mit Frauen und so. Und der ging es auch wirklich schlechter. Und dann war ich sie besuchen. Und als ich dann mit denen unterwegs war, wurden die ganz anders wahrgenommen. Also als sie zu dritt, als Mädelsgruppe auf diesen Märkten unterwegs waren, die konnten nicht mal was kaufen, weil die Männer denen nicht geantwortet haben und die ignoriert haben. Als ich da war, die Männer mich alle so abgeklatscht und ich konnte für die dann verhandeln und so. Weil die dadurch, dass der Mann da war, die so, okay, das ist der Mann mit seinen Frauen, mit dem führen wir Geschäfte, aber mit den Frauen allein würden die es nie tun. So, ne? Also ich war quasi dann da und dann auf einmal, wo ich mit denen unterwegs war, in der Woche, wo ich da war, konnten die sich ein bisschen entfalten und dann war es für die auch schön, weil die konnten ins Restaurant gehen, ohne dass sie irgendwie komisch als Frauengruppe angeguckt werden, weil der, wie bei Hühnern, weißt du, der Hahn war mit dabei, geht klar, so, ne, richtig krank, richtig frauenfeindliche Welt da drüben. Und es war auch in so einer Provinz, wo keine Touris waren, also die haben wirklich, die sind keine Touris gewohnt gewesen, es war jetzt nicht irgendwie Großstadt, sondern wirklich Provinz, Kleinstadt. Und dann sind wir an dem einen Tag, wo die nicht arbeiten mussten, einfach rausgefahren, so, das ist ja direkt am Meer gewesen, so eine halbe Stunde bis zum Meer, und sind dann an irgendeinem so scheiß Strand. Und da war dann halt rechts so ein, keine Ahnung, so ein Hotel oder sowas. Aber da stand halt Privatstrand auf Englisch, ne? Mhm. So. Und da sind wir einfach links, da war irgend so ein ägyptisches Schild, keine Ahnung, was da stand. Da sind wir einfach links so eine Viertelstunde im Sand rumgelaufen, bis wirklich nichts mehr zu sehen war, haben es einfach da hingelegt. Und dann haben die sich halt gesonnt, so ganz normal im Bikini und ich halt in der Badehose, Wasser gewesen und so, ganz normal halt. Und dann, ich war gerade noch im Wasser, meine Ex-Freundin, die anderen zwei liegen da am Strand, kommt so ein Typ angerannt, so ein Ägypter halt, mit einem Maschinengewehr auf uns zu, am Strand. Kein Scheiß, ja. Kommt mit einem Maschinengewehr auf uns zu und wir direkt aus dem Wasser raus zu denen, ey, was los? Der konnte halt kein Wort, gar nichts. Er hat nur irgendwas auf Arabisch gerufen und wollte die Frauen abschießen. So. Dann habe ich mich da hingestellt und habe gesagt, ey, so versucht mit dem zu fahren, komm runter, come down, Englisch, irgendwas, ne? So mit Händen und Füßen, dass er runterkommen soll, was los ist, ne? Dann hat er da gestanden, so auf mich gerichtet, ich soll aus dem Weg gehen, er will die Frauen erschießen. Er so, hier, weg. Frauen will er erschießen. Ich habe nicht gerafft, was los war, ne? Ja. Der wollte mich nicht erschießen, sondern nur die Frauen. Das hat man direkt, hat man gemerkt. Der wollte so an mir vorbei, hey, geh aus dem Weg. So nach dem Motto. Ich so, hey, was ist los? Ja? Und dann kam ein zweiter Typ angerannt, mit einem, lustigerweise, mit so einem gefälschten FC Bayern Trikot. Ja? Also der hatte auch seine, also der erste hatte so Militärmontur an und der zweite auch, hatte aber das offen und hatte ein FC Bayern Trikot unten drunter. So, so wie es halt in Ägypten so ist, gefälscht von irgendeinem Markt. So, und der Typ an dahin und er so, go away! Where from? Ich so, Germany. Go away, go away. Der konnte Englisch, ne? Geh weg. Wir erschießen jetzt die Frauen. Ich so, hey, wie, ihr erschießt jetzt die Frauen? Wir erschießen die jetzt. Ihr müsst aus dem Weg gehen. Ich so, warum wollt ihr die erschießen? Nackte Haut, das ist hier verboten. Die sollen aus dem Weg gehen. Die können sich hier nicht nackt sonnen. Das ist Gotteslästerung, irgendwas. Geht weg. Geh weg, wir werden die Frauen jetzt erschießen. Geh du weg. Ich bin da Badehose als Mann, ist okay, ne? Und dann habe ich gesagt, ey, das kannst du nicht machen, entspann dich jetzt mal, was ist hier los? Und dann hat er gesagt, ich möchte das Gespräch, ja, pass auf, das kannst du nicht machen. Nee, Alter, das war, das nur war die richtig, Linke, die mag ich nicht. Das war richtig, so. Das war richtig Adrenalin-Session. So, und der Typ bricht ausgerastet. Ich so, hey, was ist denn los? Versucht zu verhandeln, hab so den Frauen, ey, zieht euch an. Die haben sich, während ich mit dem geredet habe, während die auf uns gezielt haben quasi, haben die sich schnell angezogen. Das heißt, im Laufe des Gesprächs, nach so einer Minute oder so, es war ja alles in Sekundenbruchteilen, waren die wieder angezogen währenddessen, ne? So, da waren die auch schon ein bisschen ruhiger. So, wollten aber immer noch auf die schießen. Und ich so, hey, warum wollt ihr die erschießen? Was ist denn los hier, ne? Dings. Und er so, ich so, ihr könnt die doch nicht erschießen. Ihr könnt es ja verhaften, wenn es eine Straftat ist. Er so, was für Straftat? Ihr seid hier gar nicht in Ägypten. Ich so, hey, wir sind nicht in Ägypten. Das hier ist ein besetztes Gebiet, erklärt er mir. Wir sind einfach, und da stand auch der, hast du nicht das Schild gelesen? Ich so, was für ein Schild? Das war auf Arabisch halt, ne? Das war ein Gebiet, was von der Miliz annektiert wurde, wo wir reingelaufen sind. Echt? Ja, ohne Witz. Also wir haben quasi das ägyptische Territorium verlassen und waren in einem von einer Miliz besetzten Gebiet. Aber wo machst du Urlaub? Es war kein Urlaub, ich war meine Freundin da irgendwo in der ägyptischen Provinz besuchen. Und da hat sich irgendeine kleine, vercrackte Miliz halt breit gemacht in diesem Gebiet. Und das war auch deren Strand und da stand halt das Schild. Also da stand ein Schild. Ihr könnt hier nicht einfach reinlaufen, das besetzt das Gebiet. Wir bereiten hier irgendwelche Operationen vor, ihr könnt hier nicht rumlaufen. Ja? Und der dachte natürlich, wir sind irgendwelche Spitzel oder keine Ahnung was. Ich so, hey, wir sind aus Deutschland, hab ihm den Sachverhalt erklärt und so. Und der so, egal, wir erschießen euch jetzt trotzdem. So. Und ich so, hey, du kannst es doch nicht. Der verhandelt so, als wäre es ganz normal, uns zu erschießen. Und dann hab ich irgendwann zu ihm gesagt, ey, cool, du hast ja ein Bayern-Trikot an, ne? Und der Typ dann so, ja, FC Bayern, du bist ja auch aus Deutschland, Germany und so. Und ich mit ihm dann geredet, Lewandowski, Thomas Müller. Plötzlich war der komplett abgelenkt, bietet mir eine Zigarette an, wir rauchen eine. Und er sagt, komm, verpisst euch. Aber das soll euch eine Lehre sein, geht nie wieder irgendwo rein, wo ihr nicht wisst, was es sein soll. So,
und habe es gehen lassen. Und jetzt pass auf, ich bin am nächsten Tag, ist kein Witz, ich habe meiner Ex-Freundin dann einen Flug gebucht und die hat das Auslandssemester direkt am nächsten Tag abgebrochen. Die ist dann keine Monate mehr da geblieben, sondern abgebrochen. Und die Mädels waren so aufgelöst, die haben so krass alle geheult und keine Ahnung was. Da gab es auch noch, also das hat auch noch bei den Mädels auch noch tiefer gesessen tatsächlich, dann länger. So, deswegen auch keine Namen oder sowas, war echt krass. So, jetzt Semester abgebrochen, ich habe mir direkt einen Flug gebucht, wir sind zurück nach Deutschland, Ägypten, abgehakt. Deswegen, Leute, wenn ihr reist, immer Auswärtiges Amt angucken, ganz genau durchlesen, was da steht. Es gab damals eine Einreisewarnung für Ägypten sogar, genau, zu dem Zeitpunkt. Genau, deswegen immer Auswärtiges Amt durchlesen, auch das Kleingedruckte, und passt auf, wenn die Grenzen wieder auf sind nach Corona, wo Urlaub gemacht wird. Das war's von Vitamin X diese Woche. Bis zur nächsten Woche. Alter. Bis dann, Leute. Peace out. So kannst du nicht enden, Alter. So kannst du nicht enden, Digga. Wir müssen so enden. Sind wir Zeit, dann enden wir so. Macht's gut.